Es wird eines der besten Fangames, die es gibt, wenn das Spiel fertig ist. Alright, 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 Leute. Willkommen zurück zu The Joy of Creation Reborn. Wieso zurück? Ich habe The Joy of Creation schon vor einiger Zeit gespielt. Ihr erinnert euch vielleicht, ich habe es damals den Drehstuhl-Simulator gekauft. Findet ihr hier oben rechts, auch wenn ihr auf das i klickt, man sitzt auch quasi auf einem Stuhl und dreht sich. Reborn ist quasi ein Remake oder ein Reboot von dem Spiel. Nick Nixon, der Macher von Those Nights at Rachel's und Those Nights at Fredbear's, was nie rausgekommen ist, hat jetzt eine neue Version rausgebracht und ich finde, sieht gut aus. Es ist eine Free-Roam-Alpha, pure Testversion. Das heißt, wir sehen hier nur gewisse kleine Elemente, nicht das, was das fertige Spiel sein soll. Es ist einfach nur so ein kleiner Test. Und deswegen springen wir auch schon rein und wir sehen auch schon die Free-Roam-Elemente. Sprich, wir können frei herumlaufen in einem Five Nights at Freddy's Fangame. Die Sicht ist sau komisch. Es ist doch total unscharf. Das sieht irgendwie nicht so aus, als ob das die Kamera richtig positioniert ist, oder? Wie gesagt, pure Test. Einfach nur rumlaufen. Und das fängt ja prickelnd an. Ohne Scheiße, sieht gut aus. Die Grafik ist nicht die beste. Fand ich jetzt bei Rachel's irgendwie geiler. Aber es ist, wie gesagt, alles noch Alpha, Pile-Palle. Keine Ahnung, wann das raus... Wird es lauter? Es wird lauter. Die Waschmaschine bewegt sich, ey. Es wird lauter. Oh, da kommt ein Schatten. Kommt ein Schatten? Okay, jetzt habe ich Angst. Ich dachte, das wäre... Ich dachte, hier ist nichts. Und das ist es. Das ist... Da ist was. Da ist ein fucking... Okay, das Spiel wird heavy. Das sieht cool aus. What the fuck? 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 Das Spiel ist auf Speed. Ich dachte mir, ich bin morgen ganz schlauer, ne? Ich leuchte es mal an. Passiert ja eh nichts, ne? Ist ja alles Alpha, ne? Passiert nichts, ne? Ist doch alles easy peasy Test, ne? Wow, 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 wow. Es rennt. Es rennt. Es rennt. Und es wieder es rennt. Alter, ich bin ins Entkommen. What the fuck? Ey, das ist sau cool. Oh, es rennt immer noch. What the fuck? What the fuck? Das ist wie Outlast. Das ist wie Outlast mit Chris. Oh, es wird immer heller. Es wird immer heller. Lauf schneller, lauf schneller, lauf schneller. Verwinkelt, verwinkelt. Kurven nehmen. Nie geradeaus laufen, nie geradeaus laufen, Leute. Okay, bin safe. Bin fucking safe. Okay, das macht Spaß. Das macht Laune. Und ich freue mich auf die Vollversion. Ohne Scheiß, das könnte das beste Nick Nixon Game sein ever. Oder das auch das beste Fangame. Sieht auf jeden Fall sau vielversprechend aus. Und das Vieh macht Angst, wenn es einem hinterherläuft. Ich weiß nicht, ob es hier ein Ziel gibt, aber das Vieh ist sau gruselig. Und wenn es anfängt, einen zu verfolgen, ist es voll ruhig geworden. Da hinten leuchtet es rum. Die Lichteffekte sind sau cool und wie gesagt, wenn das Vieh auf einen zurennt, oder da läufst du aber. Noch nie ist ein Schnitzel schneller gelaufen, als wenn das Vieh dich verfolgt. Sollte nicht so nah rangehen. Aber sollen wir dem Vieh mal direkt ins Auge sehen? Sollen wir dem mal zeigen, wer der Boss ist? Ich bin der Boss. Ich bin der Boss. Ich hab Angst. Hallo? Hallo? Bist du da? Bist du da? Da ist ein Auge. Da ist ein Auge. Er ist stecken geblieben. Das finde ich gut. Da bewegt er sich. Oh, das wird so saugeil, wenn das wirklich klappt. Wenn er dieses Spiel endlich mal rausbringt mit Free Roaming, wo man rumrennen kann in einem Five Nights at Freddy's Game, dann wird das echt saugeil. Und das, allein schon, wie der da steht, der guckt mich an, oder? Guckt euch das an, wie er sich umguckt. Mit dem Lichteffekt ist sau cool gemacht. Hallo? Möchtest du über meinen Jesus reden? Oh cool, jetzt sehe ich noch ein bisschen mehr. Oh, wir glupschen so ein bisschen immer mehr weiter hervor. Und wie gesagt, das ist voll auf Speed. Wenn das anfängt, einen zu verfolgen, dann kriegt man Panik, Verfolgungsangst. Schlimmer als bei Outlast. Outlast war dagegen, wo da war ich. Wenn da Chris dich verfolgt hat, da ist die Oma schlimmer gewesen, ne? Wenn deine Mutter dich verfolgt, da hast du Angst. Wenn Chris dich verfolgt, ist das Peanuts. Wenn der dich verfolgt, rennst du um dein Leben. Guck mal. Ja, ganz nicht, ne? Okay. Sollen wir den Vieh mal direkt ins Auge gucken? Booyah, Motherfucker. Oh, der ist echt stecken geblieben. Der ist stecken geblieben. Oh, wie nice. Wie nice! Ich hab dich besiegt und bitte! Der ist stecken geblieben! Der guckt einen die ganze Zeit an! Guckt euch das an, wenn ich mich links, rechts bewege. Ja, du willst mich. Ja, schon klar. Du siehst das Opfer, du willst es haben. Er sieht aus wie Freddy, ne? Es ist Freddy. Er hat die gleiche Fliege, es ist nur ziemlich kaputt. Wir haben nur die Beine, keine Arme. Der guckt einen die ganze Zeit an, das ist voll creepy. Können wir vorbeigehen, ohne den Jumpscare zu riskieren? Okay, okay. Chill, Bro.
Bleib da, wo du bist. Der hat sich bewegt. Das hat Angst. Das hat Angst gemacht. Okay, wir gehen jetzt. Der bewegt sich. Bleib. Okay, wenn ich nach rechts weggehe, fängt er sich an zu bewegen. Aber hier scheint er safe zu sein. Komm, Auge um Auge, Motherfucker. Auge um Auge. Oh, sein Mund bewegt sich. Warum ist das alles so unscharf? Das ist alles so verwaschen. Das liegt nicht irgendwie am Video oder an euch oder sonst was oder an mir. Das Spiel sieht ziemlich verwaschen aus. Es ist überhaupt keine Schärfe drin. Und komm, näher dran, näher dran, näher dran, näher dran, näher dran. Wann kommt der Jumpscare? Oh, fuck. Ich wollte es ja auch wissen, ne? Ich wollte es wissen. Ich wollte es ja provozieren. Geronimo, wo kommt der her? Ich hab den nicht mal gesehen. Wo stand er direkt um die Ecke? Sau vielversprechend. Das sieht super vielversprechend aus. Und ich freue mich auf die Vollversion. Das wird ein sau nices Ding, wenn er hier mal ein ordentliches Spiel zusammenkriegt. Alright, alright. Ne, das hatten wir schon. Ich habe das letzte Video aufgenommen, wollte ich heute eigentlich rausbringen. Und gestern ist ein neues Update für The Joy of Creation rausgekommen. Da dachte ich mir, bevor ich zwei einzelne Videos mache, packe ich gleich das neue Update mit dazu. Dann sehen wir auch ein bisschen mehr. Und im Prinzip ist Bonnie dazu gekommen. Wenn man Bonnie klickt, geht die Tür zu und dann sehen wir auch Bonnie. Wenn wir auf Flow klicken, sehen wir auch ein bisschen mehr, wie der aussieht. Und die Grafik sieht auf Flow scheiße aus. Ich bin sau hyped. Ja, also die andere Version war ja schon nice. Und jetzt kommt noch Bonnie dazu. Oh, wir kriegen sogar eine Story. Basement Ignited Bonnie. Angezündeter Bonnie. Oh, ich hoffe, der ist in Flammen. Ich hoffe, der brennt. Und wir haben sogar jetzt ein Ziel. Collect 5 Objects within 1 Minute. Also wir müssen 5 Objekte einsammeln innerhalb einer Minute. Die Map ist anders. Das ist jetzt ein Keller geworden. Holy shit. Holy shit. Das wird scheiße. Das wird übel scheiße. Er hat mich schon. Er hat mich schon. Ich hab nicht mal angefangen. Ja. What the fuck? Ich hab die Map besser angefangen und ich verrecke. Aber das Zeitlimit ist ja mal knackig, oder? Also ich finde, das ist super knackig. Eine Minute, es ist ja auf Speed. Ich habe keine Ahnung, wie die Objekte aussehen. Das sah aus wie so ein Notebook oder sowas. Du vielleicht? Du? Nein. Du, hier blinzelt was. Hier ist... Und die sind auch random. Die sind random verteilt. Kann man schöne Challenge machen. Ich fordere Corrupted heraus, dass er dieses Spielding macht. Es schafft. Das ist eine gute Challenge. Hat ja Holly schon gemacht. Wo ist das Zeug? Ich habe jetzt schon 30 Sekunden verbraucht und ich habe nicht mal ein Ding eingesammelt. Bonnie ist nicht mal das Problem, das scheiße. Die Zeit ist das Problem. Oh, 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 oh. Ach, und Kassettenrekorder. Oh, what the fuck? Ich finde, das ist auch krass. Der ist schneller geworden, kann es sein? Er ist erst langsam angefangen und dann hat er richtig Speed geholt. Hier ist alles so verwinkelt und ist das was zum Einsammeln? Eine Radfelge? Ja, klar, eine Radfelge müssen wir einsammeln. Und das ist auch riesig. That's what she said. Oh, der hat mich wieder. Der hat mich wieder. Der hat mich wieder. Und der ist schnell. Der ist schnell. Der ist schnell. Der ist fucking schnell. Der ist schnell. Alter, hör mal auf. Hör mal auf. Chill, Bro. Cappy, hab ich. Ah, what the fuck? What the fuck? Der hat mich. Der hat mich. Der hat mich. Fuck you, man. Ah, Telefon. Telefon müssen wir auch einsammeln. Ey, wenn der einmal einen hat, lässt er nicht los. Das ist Bullshit. Guck mal, ich kann rennen, wie ich will, aber der ist... Es hat aufgehört. Okay, ich brauche nur noch 2 Objekte. Ich habe aber nur noch 5 Sekunden Zeit. Was ist das für ein Challenge, ey? Objective failed. Ja, danke auch. Aber es passiert nicht. Ich kann weiterspielen. Nice. Ein Freddy-Poster. Ready for Freddy. Zack, haben wir auch. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll, alles innerhalb einer Minute. Das ist riesig hier. Und der hat mich... Nein. Man muss lange Gänge vermeiden. Guckt euch das an. Der ist schneller als ich. Und das ist sau creepy. Creepy. Wenn jemand schneller als ich ist, ist es immer creepy. Der ist bestimmt schwarz. Ey. Okay, 4 Gegenstände ist mein Rekord. Auf jeden Fall, bei Freddy soll es auch noch was Neues geben. Der soll eine neue Map haben. Versuchen wir das mal. Die letzte Map war ja prickeln, das war ja nur ein Test. Jetzt gibt es aber auch endlich mal ein Ziel. Und wir versuchen jetzt mal Freddy. Erster Floor, Ignited Freddy. Okay, auch ein brennender Freddy. Der war nicht in Flammen. Okay, das gleiche wie vorhin auch, aber diesmal sind wir im Haus. Oh, das ist nice. Ah ne, wir waren ja auch vorher schon im Haus, ne? Sah nur nicht wie ein Haus aus. Scheint aber nicht so gefährlich zu sein wie Bonnie. Ehrlich gesagt fand ich Bonnie jetzt schlimmer. Zack, 3 Gegenstände fehlen noch. Bin gut dabei. Aber wenn das bei dem Tempo laufen soll, ne? Dann ist das Spiel total hektisch. Nichts entspannt mit Einsammeln und Grusel oder so. Du bist hier total am Rennen, ne? Oh, ja, irgendwas habe ich eingesammelt. Ich drücke einfach überall E. Ich drücke an jedem Schrank, den ich vorbeilaufe, E. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Oh fuck, der hat sich zum Glück verhaspelt. Oh, da bin ich fast richtig reingelaufen. Das wollen wir ja nicht, ne? Das wollen wir nicht, Freddy. Neuer Try. Ich will's schaffen. Ich will es schaffen. Es ist machbar. Wow, 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 wow. Direkt reingelaufen. Und ich bin in der Falle. Fuck. So viel zu ist kein Problem. Problem an der ganzen ist, es ist alles so verwinkelt. Und die Gegenstände scheinen auch. Aber ich bin gut dabei. 30 Sekunden noch, 2 Gegenstände. Kann man machen, kann man machen. Oh, ich habe was aufgesammelt. Ein Gegenstand noch.
Ein Gegenstand noch. 10 Sekunden. Komm an. Jetzt muss irgendwo mit Glück irgendwo was reinlaufen. Irgendwo muss was sein. Irgendwo. Komm an. 3 Sekunden. Ah, fuck, ey. Ein Gegenstand noch. Ein Gegenstand. Yes! Yes! Completed! Ich habe das Spiel durchgespielt, aber es passiert im Prinzip nichts. Es ist total sinnlos gewesen. Das war das neue Update mit Bonnie. Immer noch sau vielversprechend. Nixon macht einfach wirklich die besten Fangames für Five Nights at Freddy's. Jetzt, wo Bonnie dazu ist und mit einem Objective, hat das auch ein bisschen mehr Gameplay. Wie gesagt, alles noch Alpha. Ich bin drauf gespannt, was alles noch kommt. Und ich hoffe, es kommt noch mehr rein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt einen Daumen hoch und schaltet rein bei Five Nights at Rachel's und die anderen Nixon-Games. Die sind alle sehr empfehlenswert. Hinterlasst einen Daumen hoch, habe ich schon gesagt. Abo habe ich auch schon vielleicht gesagt. Weiß ich nicht mehr. Und gebt mir Pflaster. Flop.